Und hier geht es jetzt um die Frage, wie das Büro der Zukunft aussieht, wenn wir hybrid arbeiten, also ein Teil im Büro ist und ein Teil zu Hause oder von wo auch immer arbeitet. Und dazu übergebe ich jetzt an meine Kollegin Monika Ilves, die die Panel-Diskussion leiten wird, und sage Hallo Monika und ich freue mich auf die Diskussion. Danke, Linda. Wir haben heute über Selbst- und Teamorganisation gesprochen und wir haben auch gelernt, was es bedeutet, New Work im Unternehmen zu leben. Dazu bekamen wir Eindrücke, wie wichtig unsere eigene Einstellung dazu ist. Und jetzt gehen wir eine Ebene weiter. Wie sieht das Büro der Zukunft aus und wer entscheidet über die Arbeitsorte? Und was macht das mit der Unternehmenskultur? Dazu begrüße ich recht herzlich meine vier Panelisten. Zum einen ist das Juliane Hübner, Senior Managerin IoT Business Development und Consulting von Bosch IO. Susanne Bohrer, Head of Change und Communication Management Drees und Sommer. Sarah Dubber, Sustainability Managerin bei Unilever. Und Raphael Gierken, Trend Scout Future of Work von Vitra. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir starten direkt einfach mit einem Impuls aller Panelisten. Und falls Sie, liebe Teilnehmende, im Verlauf der Impulse Fragen haben, können Sie diese sehr, sehr gerne im Chat stellen. Mit dem ersten Impuls startet Susanne. Hallo Susanne. Und bei euch, bei Drees und Sommer, organisiert ihr zeitgemäße Raum- und Flächenkonzepte. Ebenso macht ihr Unternehmenskultur erlebbar. Wir sind gespannt auf deinen ersten Impuls und mir bleibt nichts weiteres zu sagen, als the stage is yours. Vielen Dank, Monika. Ich möchte auch direkt starten, einen kleinen Impuls zu setzen. Und zwar geht es einfach darum, was passiert gerade momentan bei uns und womit kommen die Kunden auf uns zu? Und ich denke, das ist für viele Zuhörer auch relevant. Es gibt eine große Unsicherheit in den Unternehmen, wie will ich zukünftig arbeiten? Wie kann überhaupt zukünftig gearbeitet werden? Natürlich spielt das Thema Sicherheit eine große Rolle, aber es gibt auch die Unsicherheit aufgrund des hybriden Arbeitens. Brauchen wir überhaupt noch so viel Fläche? Kann ich es nicht einfach sparen? Aus unserer Sicht ist es einfach notwendig, da genauer hinzuschauen. Das ist eigentlich so der erste Schritt. Und wir merken auch, dass es nicht nur um Fläche geht und nicht nur um diese Räume und sowas, sondern es geht tatsächlich auch um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Das ist so das zentrale Element. Und wenn wir uns dann damit wirklich sehr intensiv beschäftigen mit diesen Themen, dann stellen wir fest, dass da auch zum Beispiel soziale Faktoren wirklich mit an erster Stelle stehen. Das heißt, da ist gar nicht mal so sehr die Arbeitsumgebung im Zentrum, sondern tatsächlich ist es mehr people-centered. Und das finde ich sehr spannend. Herzlichen Dank. Wir haben gleich auf jeden Fall Zeit, noch auf den einen oder den anderen Punkt einzugehen. Ich würde jetzt erstmal weitergeben an Raphael. Du erforschst für Vitra die Zukunft des Arbeitens und reist normalerweise dafür durch die Welt. Teile doch gerne deinen Impuls mit uns. Ja, was jetzt zum Thema passt, ja natürlich viel, aber was gut zum Thema passt, ist, das Headquarter oder das alte Büro hat das Monopol auf Arbeit verloren. Zukünftig buhlen alle physischen Orte in einem urbanen Raum oder wo auch immer um die Gunst des Wissensarbeiters. Das heißt, für eine mittelmäßige Architektur ist kein Platz mehr, weil neben dem physischen Ort der Arbeit gibt es auch den virtuellen Ort der Arbeit. Und wer eine neue Oculus-Brille mal drauf hatte vom Zuckerberg, der weiß, was da auf uns zukommt. Und so ist das mal ein Raum voller Möglichkeiten. Das war eigentlich schon mein Impuls. Herzlichen Dank. Hier eine kleine Erinnerung, liebe Teilnehmenden. Wir freuen uns natürlich auf die Fragen, die wir gleich in der Panel-Diskussion damit aufgreifen. Und ich würde weitergehen zu dir, Juliane. Mit Bosch IO arbeitet ihr an intelligenten Arbeitswelten und habt auch selbst vor 3 Jahren ungefähr das IoT-Campus hier in Berlin eröffnet. Magst du uns deinen Impuls teilen? Ja, sehr gerne. Der Bosch IoT Campus selbst ist sehr stark von den Bedürfnissen der Mitarbeiter konzipiert worden, beinhaltet IoT-Use-Cases, aber auch Flächen, um einfach Wohlbefinden ganz stark in den Vordergrund zu rücken. Ehrlich gesagt ist das was, wo wir uns sehr stark abheben von dem, was eigentlich unsere Kunden von uns in der Vergangenheit gefordert haben bis Corona. Da sind IoT-Use-Cases eigentlich ganz stark aus der Effizienzbrille getrieben worden. Also wie senke ich die Kosten für Strom oder Wärme? Wie kann ich Flächenkonzepte optimieren? Und das Thema Mitarbeiterwohlbefinden war immer so ein Nice-to-have-Faktor. Und wir gehen ganz stark davon aus, dass sich das durch Corona sehr stark verändern wird und es tatsächlich auch ein
Change geben wird in der Rolle von Facility Managern, die viel stärker darauf achten müssen, wie kriegen wir eigentlich attraktive Flächen hergestellt, damit auch Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Danke an dich, Julian, an der Stelle. Und last but not least wird uns Sarah berichten, wie sie als Transformation Managerin damals noch die Erstellung des neuen Bürokonzepts inklusive Umsetzung durchgeführt hat. Ja, genau, danke. Ich würde gerne einen kurzen Impuls starten zum Thema Kultur, weil Kultur und Raum immer miteinander in Verbindung stehen und ein Stück weit miteinander verzahnt sind. Das heißt, Raum schafft Kultur, aber Kultur schafft auch Raum. Und das kennt jeder wahrscheinlich von sich selbst auch, weil man schon mal in unterschiedlichen Arbeitsumfeldern gearbeitet hat. Ein anderes Arbeitsumfeld führt zu anderen Verhalten in einem selbst, in Kollegen, in Teams. Und mit Umfeld meine ich eben nicht nur Räumlichkeiten, also das Büro, sondern auch die Kultur. Das heißt, wenn wir über das Büro der Zukunft sprechen, müssen wir das Thema Kultur mitdenken. Und auch ganz wichtig, was brauchen Büros der Zukunft? Sie müssen flexibel und weiterentwickelbar sein, denn es gibt keinen fixen Endpunkt, weder für Raum noch für Kultur. Herzlichen Dank, Sarah. Ich würde direkt mit einer Frage an dich starten. Was sind denn die wichtigsten Learnings aus eurem Projekt beim Unilever Haus? Ja, damit ziehst du das Pferd natürlich ein bisschen von hinten auf jetzt, wo ich noch erzählt habe, was wir konkret gemacht haben. Aber was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist das Thema, wenn Verantwortung abgegeben wird in Teams, dass es ein enormer Motivationsgeber sein kann, wenn Teams ihre Räume selbst entwickeln können, auch über diejenigen, die daran tatsächlich aktiv beteiligt sind, dass es ein extremer Energiegeber auch für die gesamte Organisation ist. Und außerdem, was man, glaube ich, immer sieht bei solchen Themen, wo Verantwortung abgegeben ist, dass Leadership eben anders gelebt werden muss. Ein starkes Leadership braucht es auf jeden Fall, aber eher ein Leadership im Bereich Kontrolle abgeben, Verantwortung abgeben und eher einen Rahmen halten, dass darin gearbeitet werden kann. Und ich glaube, ein Prozess oder was wir gesehen haben, ein Prozess aufzusetzen, der auf den Schultern von vielen getragen wird oder auch mit den Köpfen von vielen erarbeitet worden ist, schafft eine enorme Akzeptanz in der gesamten Organisation und jeder fühlt sich am Ende darin wieder oder findet sich am Ende darin wieder. Ich glaube, das sind so unsere Hauptlearnings daraus. Neben dem, dass wir auch Verantwortung natürlich abgeben können und sollen, Raphael, was meinst du, wie sieht das Büro nach Corona aus? Naja, ich glaube, ich würde es anders formulieren. Das, was von dem Büro dann übrig bleibt, und das meine ich positiv, zahlt vor allen Dingen auf das Kollektiv der Kolleginnen und Kollegen ein. Und das Kollektiv hat im Wesentlichen zwei Ebenen. Das eine ist die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, also Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein. Diese Verhaltensweise basiert sehr stark auf Rituale, wie ein Frühstück gemeinsames, eine Lernerfahrung oder eine andere Session. Und die zweite Ebene hat mit der Potenzialentfaltung zu tun. Das ist die ganze Arbeit, die man halt zu Hause alleine nicht machen kann oder Arbeit, die sich auch nicht einsperren lässt. Und die Flächen sind dann alles so Bereiche für Co-Kreation und Kollaboration. Und auf der anderen Ebene, wir reden ja bei Vitra so von diesem Thema des Club Office, was wir im Mai das erste Mal zeigen werden, ist auch, dass ein Büro nicht mehr nur noch private ist, sondern auch Bereiche hat, so semi-public und public, also wo die Firma quasi in die Nachbarschaft tritt und sich öffnet. Dazu würde ich gerne eine Frage aus der Runde direkt mit reinnehmen. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Katharina Merkel fragt, Thema neues Bürokonzept Wechselarbeitsplätze. Wie bekommt man dieses starre Denken der Mitarbeiter des eigenen Arbeitsplatzes weg hin zu Akzeptanz von flexiblen Arbeiten und Wechselarbeitsplätzen? Sie sagt, bei uns in der Firma ist das momentan ein Thema der alten Hasen, die ihre eigenen Büros nicht missen wollen. An wen ist die Frage gerichtet? Ja. Gerne an euch alle. Du kannst auch gerne anfangen, Raphael. Naja, ich glaube, es ist jetzt mal die Zeit, mal zu schauen, wie das wesentliche Wesen der Kolleginnen und Kollegen ist. Also einer wie ich arbeite fully remote und von mir gibt es bei Vitra sehr wahrscheinlich 10%. Mir ist das eigentlich egal. Hauptsache, ich kann zum Vitra Campus und da finde ich immer einen guten Ort. Aber es gibt auch Leute, die sind so fully located. Das heißt, die brauchen halt diesen einen Ort und den können die auch nicht wirklich tauschen. Und aus der Perspektive würde ich das mal betrachten, aber nicht aus einer Perspektive einer Bestandswahrung.
Und auch mal, wenn man dann seine Arbeit mal entlang der Wertschöpfungskette legt, dann kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür, was eigentlich auf das Thema Fortschritt einzahlt oder auch auf das Thema eine Werthaltigkeit. Ich glaube, was dazu gut passt, ist, dass es ja nicht nur darum geht, einen Arbeitsplatz wegzunehmen, sondern natürlich hat man nicht vielleicht mehr seinen eigenen Arbeitsplatz, aber welche Vielfalt bekommt man stattdessen? Und es ist eben nicht mehr der eine Schreibtisch heute, der all meine Tätigkeiten, die ich über den Tag mache, perfekt bedienen kann, sondern dafür andere Möglichkeiten zu schaffen in einem Gebäude oder wo auch immer und zu sagen, je nachdem, was ich mache, passt der oder der Arbeitsplatz besser zu mir. Und ich glaube, diesen Switch zu, ich gebe was ab, aber dafür bekomme ich eine Vielfalt zurück, die vielleicht noch besser passt, ist irgendwie dabei ganz wichtig. Und gleichzeitig dieses Bedürfnis, was du gesagt hast, Raphael, trotzdem irgendwie zu begegnen. Ich will vielleicht, oder es gibt viele, die morgens gerne irgendwo erst einmal ankommen würden. Und muss das zwingend der Schreibtisch sein oder reicht das vielleicht auch nur eine Homebase, also quasi erstmal ein Anlaufpunkt? Und ich glaube, damit kann man diesem Bedürfnis ganz gut begegnen. Ich denke, was ja auch wesentlich ist, es geht ja um das Thema Akzeptanz auch. Und ich denke, was wir heutzutage ja auch alle erleben in diesem New Economy und was es auch alles gibt, wir haben nicht mehr diese Besitzstandswahrung, sondern es geht wirklich ums Teilen. Ne? Das ergänzt nochmal, Sarah, was du gesagt hast auch. Es geht wirklich darum, dass wir zukünftig unser Büro teilen. Und zwar auf allen möglichen Ebenen und Flächen. Und wir gewinnen so viel an Fläche dazu, wenn ich mal nicht nur ans Einzelzimmer denke, sondern den ganzen Rest, den es da auch noch gibt. Und das finde ich ist eigentlich dann wirklich eine gute Perspektive. Es gibt halt nicht das One Size Fits All. Ne? Also wir haben am IoT-Campus bewusst Flächen, wo wir komplettes Desk-Sharing praktizieren. Das kann man, um irgendwie so ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, auch mit einem Desk-Booking noch kombinieren, dass man jetzt irgendwie morgens nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt groß suchen. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo Entwickler einfach in ihrer 5er, 6er Community tatsächlich fix zusammensitzen. Und auch das ist ja nicht schlimm. Ne, nur für die Bereiche, wo Leute wirklich auch davon profitieren, dass sie halt in unterschiedlichen Umgebungen arbeiten, muss man es halt attraktiv gestalten. Da würde ich direkt eine Frage daran anschließen an dich, Juliane. Wie kann ein smartes Büro unterschiedlichen Mitarbeitertypen gerecht werden? Und hast du vielleicht ein paar Beispiele, was smartes Büro dann im Endeffekt auch bedeutet? Ich glaube, dass es halt so den Mitarbeitertypen auch vielleicht gar nicht mehr so gibt. Ne? Also je nachdem, in welchen Funktionen Leute im Büro arbeiten, haben die halt ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und da kann Technik, ich sag mal so gewisse Hürden vielleicht nehmen, aber am Ende des Tages muss man erstmal identifizieren, was sind die Gruppen. Und wenn ich jetzt, ich als Consultant habe Bedürfnis zum Beispiel auch mal still zu arbeiten, dann ist es natürlich gut, wenn ich mir auch Stillarbeitszonen im Büro erstmal einrichte und die mir auch sichern kann, wenn ich weiß, ich habe mal einen Vormittagsslot, wo ich in Ruhe arbeite. Dann gibt es aber vielleicht auch die eher Safety-Kollegen, die sagen, ich möchte immer, dass mein Hygienekonzept entsprechend gewährleistet ist. Den kann ich entsprechend mit Hygienemaßnahmen auf IoT-Basis helfen. Oder ich kann den Zeitoptimierern anbieten, dass sie in der Kantine nicht mehr groß warten müssen, weil sie immer wissen, wie lang ist gerade die Schlange, wann gehe ich los. Ich glaube halt nicht, dass es diese fertigen, ich habe drei Schablonen und das sind meine Mitarbeitergruppen geben wird, sondern dass es ganz unterschiedliche Use Cases gibt und jeder muss quasi für sich raus ziselieren, was ist für mich eigentlich wichtig, kann da Technik zu beitragen oder ist es einfach auch das Konzept vom Gesamtgebäude, was für mich gut ist. Ich höre daraus, natürlich bedeutet das ja bei solchen Konzepten, dass man auch immer mehr Verantwortungen an den Mitarbeiter weitergibt. Gibt es da Lösungen oder Ansätze, wie man die Leute bei solchen Projekten, also gerade bei dir, Sarah, und Juliane, du kannst bestimmt auch von eurem IoT-Campus berichten, wie man die Mitarbeiter mitnimmt und wie man sie dann auch befähigt, wirklich selber diese Entscheidungen zu treffen, die man aktuell nicht hat. Möchte ich überhaupt ins Büro? Möchte ich lieber in ein Café? Nehme ich was anderes oder bleibe ich zu Hause? Da fängt das ja dann auch nicht mehr dann morgens an oder dann, wenn man erst im Büro ist, sondern solche Entscheidungen trifft man vielleicht auch schon am Abend vorher. Und wie kann man da die Leute mitnehmen und enablen? Also auch da agieren wir jetzt innerhalb von Bosch nicht mit One Size Fits All, sondern wir schauen uns wirklich standort- und teilweise gebäudespezifisch an,
wer sind eigentlich die Nutzer in dem Gebäude und was brauchen die? Und wir haben jetzt in den letzten Monaten so 6 Szenarien entwickelt. Zum einen, was technisch geht, aber eben auch, was kulturell wünschenswert ist. Und das ist innerhalb von so einem Konzern wie Bosch mit 400.000 Mitarbeitern höchst divers. Und also der IoT-Campus ist so das vielleicht Aushängeschild, wo wir auch Chill-Out-Zones, Ruhezonen etc. pp. Haben. Das wird in sehr produktionsnahen Standorten, die Gebäude mit Büros haben, komplett anders sein. Und da gibt es bei Gebäudekonzepten wirklich dann immer ein Team, wo die Nutzer einbezogen werden und auch wirklich abgefragt wird, wie wollt ihr in Zukunft arbeiten, was könnt ihr euch vorstellen, wie oft wollt ihr ins Büro kommen, um dann wirklich aus den Szenarien sich so die besten Elemente rauszupicken und daraus ein Gesamtkonzept, Standort oder eben auch gebäudespezifisch zu machen. Sarah, möchtest du da noch was zu anschließen, wie ihr das gemacht habt, wie ihr die Mitarbeiter auch mit eingebunden habt? Ja, genau. Uns war ja erstmal wichtig, einen Prozess aufzusetzen, einen co-kreativen Prozess, weil wir auf der Suche waren nach einer anderen Form der Beteiligung. Es sollte eben darüber hinausgehen, am Ende abzustimmen, ob die Teppichfarbe rot oder grün oder grau wird, sondern eine echte Beteiligung, wo sich Leute einbringen können und alle Kollegen einbringen konnten. Das heißt, wir haben dann tatsächlich ganz einfach in die Organisation gefragt, wir haben hier ein neues Büro, wir haben hier ein Projekt, wer hat Lust daran teilzunehmen? Und dann haben sich selbstorganisierte oder die Workstreams oder die Mitarbeiter selbst organisiert in Workstreams und dann eben auch, wie Juliane gerade gesagt hat, erstmal die Bedürfnisse abgefragt durch Interviews, durch Umfragen und so weiter. Und dadurch, dass es so eine diverse Gruppe war, dann einfach selbst ein Konzept erarbeitet, das auch schon einmal getestet, Prototypen erstellt, getestet, wieder Feedback eingesammelt, sowohl von der gesamten Organisation als auch eben von immer spezifischen Kollegen. Und darauf aufbauend ist dann am Ende unser jetziger Prototyp entstanden, den wir auch immer noch nicht als fertig ansehen, sondern der sich eben auch weiter mit uns entwickeln soll. Okay. Raphael, dadurch, dass du ja viele Unternehmen und auch Büros von innen siehst, was würdest du sagen, wo stehen wir in 10, 15 Jahren? Was ist realistisch, auch vielleicht für Deutschland, dann in den Büros zu sehen? In 10 Jahren gibt es das Büro nicht mehr, wie wir es jetzt kennen. Es gibt Orte, es gibt Unternehmensorte, dort, wo sich das Unternehmen manifestiert, dieses Thema kulturelles Framework, also wo man über eine Körpersprache der Architektur und über dort, was das passiert, also wie man das programmiert, den Ort, eine Zugehörigkeit, Verbundenheit zum Unternehmen entsteht. Der Schwerpunkt dieser Einrichtung ist auf das Thema Lernen ausgerichtet. Weil Lernen in Zukunft Loyalität schafft, mehr als alles andere, weil wir uns weniger sehen und Loyalität in der Remote-Kultur anders entsteht. Und jede Firma hat einen digitalen Zwilling, also jede Firma hat einen großen virtuellen Raum, den Mitarbeiter über Avatare betreten können. So wird das in 10 Jahren sein. Und ich gehe sogar davon aus, dass wir die ersten Beispiele noch vor dem nächsten Jahrzehnt sehen werden. Susanne, nun kann man ja nicht direkt online arbeiten oder das Büro umbauen oder ein neues Büro einrichten. Welche Maßnahmen kann trotzdem ein Unternehmen stellen, um dann das kulturell eben aufzugreifen? Also ich denke, was wichtig ist, ist momentan aus meiner Sicht, dass wir, es geht auch darum, wann kommen denn die Leute auch wieder zurück? Wie kann ich das aufgreifen? Kann ich das Thema dann auch mich annähern? Also aus meiner Sicht brauchen wir, um es mal platt auszudrücken, erstmal eine Kultur des gesundheitlichen Standards und Sicherheit. Das heißt, ich muss auch als Unternehmen sagen, wir haben es im Griff und wir sorgen uns dafür und wir kümmern uns darum. Ich denke, auch sehr wichtig wäre eine Art von Willkommenskultur, dass man dann auch gerne wieder zurückkommt und nicht nur bei Worten, sondern auch bei Taten dann irgendwann mal endet. Ja, ich glaube, das kennen viele. Nur du bist wichtig und schön, dass du da bist, reicht nicht. Da wäre ein Kaffee hinten dran auch nicht schlecht. Ja? Die Kultur des Miteinanders. Ja, und ich glaube, das ist, was ja alle vermissen, ist eigentlich schon ein ganz wesentlicher Punkt. Und da geht es noch nicht mal um Fläche bei all den Themen, gar nicht. Ja?
Und da ist es auch wichtig, dieses Miteinander wirklich auch zu zelebrieren. Ja? Ich glaube nicht, dass man Riesen-Events braucht. Es reichen auch Kleinigkeiten, was weiß ich, wenn man Teeküche hat, zusammen zu kochen mal oder was auch immer, was alles geht. Es gibt so vieles, ein Feierabendbier. In München gibt es Weißwurstfrühstück. Ja? Also da gibt es so Kleinigkeiten, die man dann wieder zelebrieren kann. Und ich denke, dass da eine ganz andere Frage dahinter steckt, aus meiner Sicht nochmal zu sagen, ja, wie wollen wir eigentlich zukünftig leben? Und wenn ich jetzt mal Arbeit als einen Teil meines Lebens begreife und den Beruf als Teil meiner Identität, dann zeigt mir die Krise relativ deutlich auf, dass es da noch viel weitere Teile meiner Identität gibt, die ich auch leben möchte. Ja? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und wie wir zukünftig leben wollen, was weiß ich, Zeit mit Familie verbringen, mit Freunden, fürs Hobby, was auch immer. Vielleicht möchte ich keine Dienstreisen mehr machen, wie das vorher so viel war. Ich weiß nicht, Raphael, vielleicht machst du das gerne wieder und freust dich schon drauf. Keinen Stress auf dem Arbeitsweg haben, ja? Mehr planet-centric sein. Das gilt einfach herauszufinden, auch bei den Mitarbeitern, was bewegt die? Ja? Und so kann ich das auch besser gestalten, auch wenn ich jetzt auf der Fläche nichts groß machen kann oder will oder auch kein Budget habe. Ja? Anschließend dazu eine Frage aus dem Publikum. Und zwar fragt M. Jordan, in einem produzierenden Unternehmen, wie schaffe ich hier Akzeptanz für hybrides Arbeiten? Wie schaffe ich es, dadurch keine Zweiklassenkultur entstehen zu lassen und trotzdem das neu zu gestalten? Ich würde da gern drauf antworten. Gerne. Jeden Tag. Ich habe mal Schreiner gelernt, 5 Jahre in der Schreinerei gearbeitet. Und was ich da heute noch schätzen würde, um 4 Uhr habe ich die Türe hinter mir zugemacht und dann war mein Tag getan. Ich hatte frei, weil mich rief keiner an, es wollte keiner was von mir. Heute fängt mein Tag an, morgens mit den Asiaten und hört abends auf mit den Amerikanern. Und es ist total okay, dass sich irgendeiner am Wochenende anbimmelt oder anfunkt. Also man muss zum einen die Verhältnismäßigkeit mal ein bisschen trennen, ja, weil es ist nicht so, dass das Paradise Beach Club ist, wenn man ein Wissensarbeiter ist in einem Vertrauensarbeitszeitmodell. Und ich glaube, dann relativiert sich das. Was aber trotzdem wichtig ist, dass die Unternehmen, die auch bei Vitra, haben wir genau dieses Thema, wir haben schon eine Erwartungshaltung, dass wir uns zeigen und dass wir nicht nur unbedingt nur 2 Tage die Woche auf dem Campus sind, sondern dass die Kollegen in der Produktion spüren, ey, wir gehören irgendwie alle dazu und das ist dann Leadership-Aufgabe. Okay, herzlichen Dank. Ich würde weitergehen und dich, Juliane, mal fragen, es war auch hier in der Runde schon mal die Frage, was macht Bosch IO? Also wird es Veränderungen in 2020, vielleicht auch 2021 bei euch geben? Kannst du die Veränderung noch mal spezifizieren mit Bezug also auf was? Arbeitsmodelle oder auch noch bürotechnisch? Ich meine, euer Büro ist schon sehr modern im Vergleich vielleicht. Genau, also die Veränderung ist eigentlich nicht, dass wir tatsächlich jetzt außer quantitativ mehr im Homeoffice gewesen sind, sondern die Frage, die uns umtreibt, ist eher, wie kriegen wir, obwohl wir so einen tollen Campus haben, der ganz viele Möglichkeiten hat von Clubhouse, Silent Zones, wir können kochen, wir haben eine Dachterrasse. Es ist eigentlich ganz viel für Socializing der Mitarbeiter da. Und trotzdem treibt uns die Frage um, wie kriegen wir jetzt auch die Zahlen, wenn Corona auf dem Rückzug ist, wieder hoch. Und wir glauben ganz fest daran, dass wir wirklich diese so Anker über die Woche verteilt brauchen, die es attraktiv macht für Mitarbeiter, ins Büro zurückzukommen, um das tatsächlich auch zu nutzen und quasi das Büro auch stärker ins Private mit rein zu integrieren. Weil jeder hat sich jetzt quasi drumherum organisieren müssen im letzten Jahr und es gibt bestimmt ja den Wunsch, so ein bisschen zurückzukommen, aber gerade an den Randtagen wird es schwierig und da sind wir im Moment dabei, tatsächlich zu eruieren. Ich kann es noch nicht konkret beantworten. Also es gab einen vielleicht lustigen Kommentar, wir haben schon überlegt, ob wir von Freitag bis Montag einfach einen Club auf unserem Campus machen und die anderen 3 Tage fürs Büro. Es wird wahrscheinlich nicht das sein, was wir tun, aber wir müssen da, glaube ich, kreativ werden. Okay, das hört sich auf jeden Fall spannend an für alle Berliner an der Stelle. Ich würde anschließend mit einer weiteren Frage aus dem
ja, aus dem Publikum. Hier wird auch untereinander sehr, sehr viel geholfen und Tipps gegeben an der Stelle. Falls Sie später Zeit haben, dann schauen Sie auf jeden Fall nochmal kurz rein. Was sind die wesentlichen Treiber? Und ich glaube, die Frage ist allgemein gemeint, warum Organisationen sich zu hybriden Modellen verändern müssen? Lässt ja die Arbeitsarchitektur gar nicht mehr zu. Also dieses How We Work, also wenn man die Werkzeuge betrachtet, das Potenzial der hybriden Werkzeuge, die das überhaupt möglich machen, ist deren Synchronität. Wir haben ja so einen Report gemacht im Sommer, kam auf 700 Remote Work Tools. Die meisten von denen sind synchron, Menschen können zeitgleich an Dingen arbeiten. Und das ist erstmal, das sind wunderbare Werkzeuge. Und die bleiben jetzt mal nicht aus. Und die Architektur muss da erstmal hinterherkommen, weil der größte Teil der Arbeitsarchitektur, der ist asynchron. Ja, das ist nach wie vor also galerenartig angelegte Büros, die überhaupt nicht auf diese Form einzahlen. Und jetzt konkurriert das miteinander. Das ist diese eine Perspektive. Und die andere ist, die Umwelt hält das nicht mehr aus. Wir können nicht mehr jeden Tag zur Arbeit pendeln. Das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Und es ist auch nicht okay. Ich würde dann auch aufs Individuum einspringen, ganz kurz, auch weil ich das auch ganz relevant finde, jedenfalls. Was sich ja auch zeigt, wenn so viele ins Homeoffice gehen und auch zukünftig den Wunsch haben, dieses weiterhin in dieser Intensität zu nutzen. Wir sprechen da ja nicht von irgendwie stundenweise, sondern im Schnitt, ich habe das mal ausgerechnet bei ein paar Studien, von 10 bis 12 Stunden, was ja schon eine ganze Menge ist. Da muss ich mich fragen, was ist zu Hause, das Thema jetzt mal aus der Arbeitsfläche betrachtet, was ich vielleicht im Büro nicht vorfinde. Ja? Also was kann ich zu Hause besser als im Büro? Und es ist interessanterweise, dass das jetzt aufdeckt, dass das Konzentrieren, also dieses Deep Work, einfach zu Hause besser funktioniert. Ich kann mich besser konzentrieren, ich kann eine Tür zumachen, also nicht jeder natürlich, aber einige. Und dadurch ist natürlich auch das ein Treiber für das Homeoffice, der mir aber gleichzeitig aufzeigt, im Büro fehlt was. Und es kommt natürlich auch einfach ganz stark aus dem Bedürfnis der Mitarbeiter. Also wenn man jetzt nur mal über alle nachdenkt, die vielleicht eine Stunde am Tag im Auto sitzen und wir immer mehr sehen, wie Arbeit und Privatleben doch miteinander verschmelzen, dann bringt das natürlich neue Möglichkeiten, diese Stunde oder anderthalb Stunden oder auch weniger anders zu nutzen und auch einfach Familie und Beruf einfach besser unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das ist so einer der größten Treiber. Wenn die Mitarbeiter genau das wollen, dann müssen Unternehmen nachziehen und das ermöglichen. Da kommt noch eine Frage, und zwar, wie begeistert man denn, und das schließt ein bisschen auf unsere vorherige Thematik an, wie begeistert man Mitarbeiter, ins Büro noch zu kommen, wenn man zum Beispiel das jetzt nicht ändern kann, oder insbesondere dann, wie begeistert man die Leute irgendwie gerade am Montag oder an einem Freitag ins Büro zu kommen, anstelle dann, dass man alle Mitarbeiter von Dienstag bis Mittwoch im Büro hat, weil man natürlich Office-Tage eingeführt hat. Und da ist ein wesentlicher Aspekt einfach, was habe ich denn bislang schon getan? Ja? Also wenn jetzt das Corona vorbei, wir dürfen wieder arbeiten, dann wird sich schon die Spreu vom Weizen trennen. Also wer geht gerne ins Büro und wer nicht? Die Frage für mich ist eher, was haben wir denn bisher getan, um die Mitarbeiter auch ordentlich zu binden ans Unternehmen, eine Identifikation auch ihnen zu vermitteln, die auch zu fördern? Das wäre natürlich einmal über Raum und Fläche, aber es hat natürlich auch was mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Ja? Also wie gestaltet sich die Beziehung zur Führungskraft, die ja gerade, wenn ich zu Hause bin, wirklich schwierig ist. Ja? Smalltalk fällt weg und die ganzen Themen. Und aus meiner Sicht ist das schon für mich eher die Frage, was haben wir denn bisher getan, damit genau das passiert, dass die Leute wieder gern ins Büro kommen, neben all den anderen Themen, die es auch gibt. Ja, Ja, Raphael, gerne. Nur eine Kleinigkeit, man muss ein Programm machen. Ich habe ja relativ oft schon erwähnt, die Idee des Generalintendanten fürs Büro, der einfach Programme kuratiert, die stattfinden. Wir hatten heute diese Vitra-Session nur zum Thema Distributed Work. Ihr findet ein E-Paper mit 79 Seiten zu dem Thema auf unserer Internetseite, was sich ausschließlich halt mit diesem Thema hybrides Arbeiten beschäftigt und mit einigen guten Hacks, die da drin sind. Danke für den Hinweis an der Stelle. Ich würde auch sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende und haben einen wunderbaren Einblick darüber erhalten, was man schon machen kann, was es schon existiert, was wir in 10 Jahren erleben werden und auch welche Kultur man im Unternehmen bräuchte, um das Ganze dann auch durchzuführen. Ich danke auf jeden Fall euch, unsere
Sarah und teilt gerne euer Abschlussstatement mit uns in einem Satz. Beginnend mit Juliane gerne. Sehr simpel. Mit dem richtigen Konzept hat für mich das Büro auch eine Zukunft. Dankeschön. Raphael. Ja, mal die Welt jetzt neu zu entdecken und alle Themen rund um das Thema Arbeit neu zu verhandeln, im Positiven. Sarah, magst du uns dein Statement teilen? Ja, ich würde nochmal betonen, Kultur und Raum immer miteinander zu denken und miteinander zu verzahnen und den Mitarbeiter, den Menschen eben in den Mittelpunkt zu stellen. Gut, dann komme ich am Schluss. Ich mache es ganz simpel. Hybrides Arbeiten ist meiner Meinung nach gekommen, um zu bleiben. Herzlichen Dank. Und damit übergebe ich zurück ins Studio an meine Kollegin Linda von Rennings